Willkommen zu Kita Today, unserem fast täglichen Kita-Format. Mit mir, wie so häufig, meine sehr geschätzte Kollegin, Frau Rechtsanwältin Trenner. Hallo, und der sehr geschätzte Kollege Rechtsanwalt Holger Klaus. Wir sind die Kita-Rechtler und aufmerksame ZuschauerInnen dieser kleinen Kita-Rechtsreihe wissen, dass wir im letzten Jahr ganz, ganz viel inhaltlich mit gewalttätigen Eltern zu tun hatten und auch schon an dieser Stelle viel darüber berichtet haben. Und da mussten wir doch in der Hamburger Morgenpost vom Montag lesen, dass es ein Vater tatsächlich geschafft hat, einen anderen Vater vor einer Kita Krankenhaus zu prügeln. Krankenhausreif zu prügeln. So rum stimmt's. Nicht nur ins Krankenhaus. Da war genau der sprachliche Fehler. Soll's ins Krankenhaus gehen oder war er reif fürs Krankenhaus? Ich glaube, er war sowohl reif, der Vater, als auch im Krankenhaus, weil was war geschehen? Also erstmal gab es einen Konflikt in der Einrichtung und dann hat sich der hier Beschuldigte und Angeklagte tatsächlich von seinem Kind verabschiedet, ist rausgegangen, hat direkt vor der Kita gewartet auf seinen Kontrahenten und als der dann endlich auftauchte, hat er ihm ordentlich eins mitgegeben, genauer gesagt nicht nur eins, sondern 9 Sachen mitgegeben, nämlich 9 ordentliche Faustschläge, wohl es führte zu diversen Brüchen und zu diversen inneren Verletzungen, immer noch Angstzuständen, jetzt 2 Jahre später. Also schon ordentlich. Ich habe keine Ahnung, was der Konflikt gewesen sein kann, dass es sowas auch nur im Ansatz erklären oder rechtfertigen würde, aber das ist der Sachverhalt. So wie jetzt in der Morgenpost drin stand. So wie er da drin stand, wir hatten mit dem Fall seltsamerweise mal nichts zu tun, nehmen wir natürlich mit Interesse zur Kenntnis, aber falls nicht geschehen, hätte sich dieser Vater die sofortige Kündigung des Betreuungsvertrages für sein Kind verdient, wenn die Einrichtung bei uns vorstellig geworden wäre. Ist das gerade eine Frage oder eine Feststellung? Ist eine Frage. Noch ist es eine Frage. Du weißt ja, worauf ich hinaus will. Ich würde sagen, ja, weil er hat es direkt vor der Kita gemacht und das ist hier stellt eine massive Störung des Betriebsablaufs dar, des Betriebsfriedens und alle anderen haben es ja vielleicht auch noch mitbekommen, die Kinder haben es vielleicht mitbekommen, also insofern, ich würde sagen, ja, man kann natürlich, man könnte theoretisch darüber nachdenken, zugunsten des Kindes, ob hier vielleicht noch ein Hausverbot für diesen Vater, aber nichtsdestotrotz, es war ja vor der Kita, also das Hausverbot selber hätte gar nicht viel gebracht, weil vor der Kita darf er ja trotzdem immer noch sein. Schwierig. Das arme Kind. Ne? Also hätte Fahrradkette. Hätte der Vater nicht sofort im Nachgang weltgrößtes Einsehen in sein Fehlverhalten gezeigt und hätte es nicht vielleicht eine unfassbare Provokation des anderen Vaters gegeben, die zu einem solchen vielleicht dann emotionalen Ausnahmezustand führt, wobei 9-mal jemandem eins einschenken, ja, also richtig mit der Faust zuhauen. Und vorher auf denjenigen warten. Richtig, das ist alles schon, das ist erstens gezielt, vorsätzlich, keine Affekthandlung mehr wahrscheinlich. Und 9-mal mit der Faust so zuzuschlagen, dass es Knochenbrüche gibt, da sieht auch die eigene Faust nicht gut aus. Also insofern dann auch nicht einzuhalten und davon abzulassen. Ich sehe das nicht, dass es da irgendwelche mildernden Umstände irgendwie geben könnte. Und insofern muss man sagen, ja, auch, und das ist ja das Besondere an diesem Fall, deshalb nehmen wir das in diesem Video ja zum Thema, auch wenn es sozusagen außerhalb der Einrichtung passiert, wäre in so einem Fall höchstwahrscheinlich eine fristlose Kündigung des Betreuungsvertrages problemlos möglich, denn der Träger muss es sich ja nicht bieten lassen, dass ein Kunde sozusagen einen anderen Kunden, in dem Sinne müssen wir das ableiten aus anderen Geschäftsbereichen, derart bedrängt, derart ja auch körperlich schädigt und vor allem besteht ja eine Wiederholungsgefahr, dass wenn die nochmal aufeinandertreffen, es nochmal zur Sache geht und insofern ist eigentlich klar, dass es für eine Kita, für einen Träger an dieser Stelle unzumutbar ist, und darauf kommt es immer an, darauf wird abgestellt, unzumutbar ist, auch nur eine einzige Sekunde weiter in einem Betreuungsverhältnis vertraglich zu dieser Person zu stehen. Ja, schlimm fürs Kind,
Man sollte auch wahrscheinlich daraus gleich noch einen Kinderschutzfall machen, denn wer sich so wenig unter Kontrolle hat, hat es sich vielleicht auch noch verdient, dass man vom Jugendamt ein bisschen genauer hinschaut. Aber zumindest passt es so. An die Meldung muss man vielleicht auch noch denken, ne? Wenn es direkt vor ein besonderes Vorkommnis, auf jeden Fall. Das hätte auch in Hamburg die Sozialbehörde auf jeden Fall sofort wissen wollen. Und das werden die wahrscheinlich auch. Also ich meine, sowas geht ja einher mit Polizei und Zeugenaufnahmen. Sonst gäbe es ja hier nicht jetzt entsprechend die Anklage zum Strafgericht. Also insofern eine absolut unschöne Situation. Aber es passt in das hinein, was wir in den letzten 12 bis 15 Monaten schlimmerweise immer wieder als Thema haben. Eltern, die sich so assi benehmen, die sich so körperlich mit Gewalt einsetzen für teilweise totale Lappalien. Und es ist eine schlimme, schlimme Entwicklung. Und wir müssen ganz ehrlich sagen, wir steuern da mit absoluter Härte dagegen, einfach auch um die Einrichtungen und die Beschäftigten zu schützen. Aber es macht einfach nur fassungslos und am Ende auch ein bisschen traurig. Gut, in dem Sinne, jetzt an dieser Stelle gilt noch mehr, was wir immer sagen. Haltet durch, passt auf euch auf, bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.